Hallo, hier bei Christis Motorhelferwerkstatt. Heute möchte ich mal der Frage nachgehen, was kostet ein Porsche 991, also sprich 911er, jährlich an Unterhaltskosten? Weil, wenn man sich jetzt das Fahrzeug kauft, gut, der 991er, den gibt es gebraucht so zwischen 60 und 80.000 Euro, könnte man stemmen, aber damit ist es ja nicht getan. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man fährt im Jahr 12.000 Kilometer, und er braucht so ungefähr 9,5 Liter, also kombiniert. Super Plus kostet seit so 1,60 Euro, dann sind wir schon mal bei 200 Euro nur Spritkosten im Jahr. 2000 Euro Spritkosten im Jahr. Dann kommt natürlich noch von 300 Euro Steuer. Die Vollkaskoversicherung ist natürlich alters- und erfahrungsabhängig, schlägt auch mit so 1000, 1100 Euro zu Buche. Dann, was mich wirklich schon fast schockiert hat, ist, der Radwechsel schlägt mit 500 Euro jährlich zu Buche und das ist nicht wenig. Dann braucht man natürlich noch einen zweiten Satz Felgen, einen zweiten Satz Winterreifen. Da ist man dann auch nochmal bei so Einmalkosten von 4.000, 4.500 Euro dabei. Dann kommt die Kleininspektion von 630 Euro. Die ist alle 20.000 bzw. 60.000 Kilometer fällig, sprich alle 4 Jahre. Dann ist die Großinspektion mit 900 Euro schon ein bisschen teurer, die schlägt alle 40.000 bzw. 80.000 Kilometer zu Buche, sind so 6 Jahre. Und dann muss noch das PTK-Getriebeöl gewechselt werden, alle 6 Jahre, das sind auch nochmal 300 Euro. Sprich, man hat jährliche Kosten in Höhe von 6.000 Euro, die auch erstmal gestemmt werden können. Wenn man dann aber davon sagt, man kann für 6.000 Euro jährlich ein Fahrzeug, das Neupreis so um die 120.000 Euro gekostet hat, ist es schon fast wie ein Schnäppchen. Ja, ich hoffe, euch hat die kurze Auflistung ein wenig geholfen und schaut wieder mal vorbei, wenn ich meinen neuen GTS Targa 4, den Soundcheck und den Walkaround mache. Bis demnächst, bye.